Hallo, herzlich willkommen zurück zu Shade, Zorn der Engel. Ja, scheinbar hat alles funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Weswegen ich jetzt auch weiterspielen kann. So, Maus ist eingestellt. Wunderbar. Und wir waren hier am Bahnhof. An diesem, ja, doch leicht an Half-Life 2 erinnernden Ort. Und wir gucken uns jetzt mal den Bahnhof an, würde ich sagen. Wow, was war das? Hallo? Kann man darüber Hier gucken? komme ich nicht weiter. Ich muss meinen Bruder finden. Ja, ist ja gut. Wir gehen ja schon. Wir gehen ja schon. Mein Gott, mein Gott. Das. Okay, es ist hier verlassen und das erinnert mich an meine Zeit mit Slenderman und anderen diversen Horrorspielen. Und das macht mich nicht froh. Aber in den Bahnhof konnte man nicht rein, ne? Nee. Habe ich denn auch wenigstens irgendwie Items? Natürlich nicht. Ach ja, wir haben ja die Ego-Ansicht. Und diese Krüppelhände. Boah. Okay. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Zug entgleist, aber das steht hier noch auf den Schienen. Da oben ist ein Fenster offen. Es ist schon eine leichte bedrückende Stimmung. Verdammt! Na, das Hotel. Wo ist das Hotel? Wo könnte das Hotel sein? Hey du, warte! Was ist hier los? Hey! Hey, war da einer? Wir hören auf jeden Fall Schritte. Da ist das Hotel, oder? Da muss es sein. Ja, tatsächlich. Okay, ich habe nichts gedrückt, er hat es automatisch gemacht. Aktionstaste drücken. So. Hallo? Ist hier jemand? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich schaue mal an der Rezeption nach. Ich meine, wenn er da gerade jemanden gesehen hat, dann würde ich an seiner Stelle nicht sagen, natürlich nicht, sondern. Verdammt. Okay, er hat immer nur die gleichen Sprüche auf Lager. Wie schön, dass die WCs ausgeschildert sind. Wo ist was? Ich brauche einen Schlüssel. Okay, ja, schon in Ordnung. Was zum. Verdammt, wo bin ich? Was ist jetzt los? Ist das eine Rückblende? Wow, das war aber seltsam. Ja. Okay, Zimmerschlüssel. Okay, jetzt muss ich den Raum meines Bruders finden. Klack, klack. Okay, dann werden wir mal nach oben gehen. Wir werden mal gucken, ob wir hier irgendwo den Raum, ob wir hier irgendwo den Bruder finden. Okay, da hinten war. Irgendwo knallte da eine Tür zu. Wow. Okay. Also ich mag ja Hotels. In Spielen und so mag ich Hotels eigentlich immer ganz gerne. Ich weiß gar nicht warum. Da können wir rein. Oh, was war das denn? Okay, es geht noch weiter nach oben. Ich habe ein wirklich ungutes Gefühl an diesem Ort. Ja, das glaube ich. Zimmer Nummer 11. Natürlich. Wow. Was auch immer das schon wieder war für ein komisches Monster. Okay, da war schon unsere Halt-Stopp-Hand. Ich gucke mal, ob hier noch irgendwas ist.
Nein, okay. Mit Weitsprung kommen wir schneller voran. Zimmerschlüssel, okay. Eine Waffe? War das der hilfreiche Gegenstand, von dem er sprach? Wozu? Was soll ich mit einer Waffe? Allerdings, nach dem, was da draußen los war, kann man ja nie wissen. Wo er recht hat, hat er recht. Okay. Dann wähl auch die Waffe bitte gleich aus. Wir werden sie bestimmt brauchen. Das ist wieder dieses Bild. Und das fand ich früher mal richtig cool, dass man aus den Fenstern geguckt hat, dass man da auch die Umgebung noch gesehen hat und dass das nicht nur irgendwelche Texturen waren. Also wie ist die Fenster zugekleistert. Was zum Teufel? Was war das denn? Okay, ich habe auch ein ganz ungutes Gefühl hier. Was zum... Okay. Bleib bloß da unten stehen. Ja, was mache ich denn jetzt? Schieße ich von hier oben? Ich wette, man kann gar nicht von hier oben treffen. Wir ziehen mal unsere Waffe. So, komm. Dann müssen wir wohl... Ich hoffe bloß, der erwartet uns jetzt nicht gleich hinter der Tür und... Was war das? Ist er noch da? Er ist noch da, tatsächlich. Warum? Warum ist er noch da? Bleib bloß stehen. Ach du Schande, das war Enrica. Das war richtig in your face. Das ist seltsam. Aber er hatte den Schlüssel. Wie, welchen Schlüssel hatte er? Ach so. Der Schlüssel zur Hintertür. Das wird jetzt er hier sein. Ich gehe jetzt besser mal raus und schaue mich bei der Kirche um. Obwohl eine Kirche ist auch nicht gut. Kirchen sind auch nicht gut. In solchen Spielen oder generell in Filmen, in irgendwelchen Horrorfilmen, wo Dämonen oder Monster vorkommen, sind Kirchen auch kein Ort, an dem man sich unbedingt aufhalten sollte. Aber vielleicht, mal gucken, wird es ja interessant hier. Hallo? Ist hier jemand? Bestimmt ist da jemand. Aber ich finde, diese Lichteffekte sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus für 2004, muss ich jetzt mal so sagen. Aber das ist mal auch ein ungutes Zeichen, wenn die ganzen Bibeln und die ganzen Gesangsbücher auf dem Boden liegen. Lebende Tote. Ausgerechnet in einer Kirche. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Ja, und jetzt kommen die jetzt etwa alle an, oder was? Ich verstehe gar nicht, wie man so zielen soll. Und die schleichen jetzt die Treppe hier runter. Können die eigentlich rennen? Ich hoffe, die bleiben zu langsam. Zack. Bleib bloß stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Aber tot ist tot. Richtig. Also in jedem, also in einem moderneren Spiel, da wären jetzt die Köpfe weggefetzt von den Zombies. Wir gehen gleich mal nach oben. Okay, man kann tatsächlich nach unten. Ich gehe doch erst nach oben. Was ist das? Der goldene Gral. Der heilige Gral. Okay. Ich vermute mal... Warum muss man einmal eigentlich in die... So funktioniert es nicht. Mir fehlt noch etwas. Ja, ist ja gut. Wie ein anschreit. Ich dachte schon. So funktioniert das nicht. Da fehlt noch was. Das kann man auch freundlicher sagen. Also bitte. Und irgendwas flüstert mir hier in mein Schallgebälk. Rauskommen wir sowieso nicht mehr. Das heißt, ich vermute mal, uns fehlt der Schlüssel. Aber wo könnte der Schlüssel sein?
Ich sag mal so, die bis jetzt waren, sind diese Gegenstände ja immer ganz gut zu sehen gewesen, weil die extrem gut beleuchtet waren. Oder muss ich irgendwas aktivieren? Kann das vielleicht sein? Ja, hier ist der. Ach, hier. Ah, okay. Was war das denn? Aber ich glaube, das ist ein schlechtes Zeichen, wenn sich da unten die Krypta öffnet. Aber egal, wir werden einfach reingehen. Mal gucken, ob unser Bruder Jonathan da unten ist. Okay. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Da ist ein Loch. Und es ist duster. Das muss dieses archäologische Fundstück sein, von dem B gesprochen hat. Wer ist denn B? Hab ich irgendwas verpasst? Wer ist denn B? Ist das unser Bruder? Aber warum sagt er dann zu dem B? Als ob sein Name so geheim ist. Oh, okay. Oh. Das sieht doch aus wie so eine Ausgrabungsgeschichte. Dann wollen wir uns mal vorwagen. Oh, das sieht ganz übel aus. Solche komischen Köpfe da an der Wand. Was soll das? Sehe ich aus wie ein Abenteurer mit einem dämlichen Hut und einer Peitsche? Eine schöne Anspielung auf Indiana Jones. Wir bewegen jetzt einfach mal was. Oh, ich hasse solche Rätsel, wirklich. Ich hasse solche Rätsel. Ach Mist, war das nicht. Oder war das gerade schon richtig? Verdammt! Mist. Okay, was passiert jetzt mit dem hier, wenn ich jetzt den hier drehe? Okay, der muss ich zweimal drehen. Ah, da war ich jetzt. Mist. Okay, ich muss die erstmal. Ja, ich hab schon verstanden, wie. Das Prinzip habe ich dahinter verstanden. Oh, ich hasse sowas. Der muss nach unten. Eigentlich müsste ich. Ah, nee, das ist nicht. Ist nicht gut. Okay, da muss ich nochmal. Jetzt wird das nix. Hätte ich mal. So, jetzt aber. Jetzt muss ich. Nee, Moment. Wenn ich den jetzt drehe, dann ist der ganz oben und die anderen beiden und der ist ganz links. Ja doch, das müsste eigentlich funktionieren. Obwohl, nee, hä? Doch. Ja, das müsste so funktionieren. Wie ich solche Rätsel hasse. Ich hasse solche Rätsel in solchen Spielen. Wirklich. Bin ich froh, dass das jetzt so reinige. Es geht noch weiter runter. Reibungslos geklappt hat. Was ist das hier? Achso. Was? Noch weiter. Okay. Mittlerweile ist es noch düsterer geworden. Was sind das für komische Inschriften? Ja, okay. Ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Was ist hier? Eine Fackel? Ach, hier. Ah, hier ist eine Fackel. Okay, ich würde mal sagen, eine Fackel können wir gut gebrauchen. Aber hier können wir auch hoch. Wo gehen wir denn jetzt am besten lang? War da gerade ein Symbol?
Okay. Hier ist nichts. Das stimmt, das ist wie Indiana Jones. Jetzt bräuchten wir tatsächlich nur noch eine Peitsche und einen Hut. So. Okay, aber ich würde sagen, wie es weitergeht, schauen wir nächstes. Wie wenig, also diese Fackel hält hier überhaupt gar nicht. Block. Wie es weitergeht, würde ich sagen, erfahren wir im nächsten Teil, wenn ihr Lust habt. Und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dann.